Thank you.
Das war das Präludium der sechsten Bach-Suite in D-Dur. Bachwerk verzeichnet 1012. Könnte man so sagen. Also auf jeden Fall von den sämtlichen Sätzen aller Bach-Suiten ist das schon mein Lieblingsstück. Ich glaube, ich habe in den 10 Jahren nichts anderes von Bach gespielt, außer diese sechste Bach-Suite. Und die rauf und runter. Also gar nicht so viel in Konzerten, aber einfach zu Hause, um mich da frei fühlen zu können. Weil meine Idee, gerade von diesen Präludien generell, aber gerade von diesem Präludium, ist, dass es sich fast so anfühlt, als ob es in dem Augenblick improvisiert wurde. Ja, es fühlt sich schon erstaunlich an, mit einem, also für mich, dem größten Genie, was die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Also, weil es einfach nicht nachzuvollziehen ist, wie er das alles geschafft hat. Also auch diese, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gedacht, ich meine, der hat ja was aufgeschrieben da, aber wie der improvisiert hat, da haben wir gar keine Ahnung. Da ist er wahrscheinlich noch 2, 3, 4 Schritte weitergegangen. Wenn er aufgeschrieben hat, ist er wahrscheinlich noch, hat er sich noch so, ich weiß nicht, das ist jetzt die Theorie, die ich mit meinem Freund da entwickelt habe, wie das sein müsste, wie Bach wohl improvisiert hat. Und wenn ich jetzt denke, der hat vielleicht in diesem Raum hier, am Cembalo, an der Orgel, gab es hier eine Orgel, keine Ahnung, aber irgendwie sich improvisatorisch ausgedrückt, das also das ist wie ein Wunder. Und dass dieses Haus noch gibt, das ist schon schön. Ich habe 1986 beim Bach-Wettbewerb mitgemacht, als kleiner West-Berliner. Und bin da, ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut an die Zugfahrt mit dem Wenzin Yang, der jetzt Professor in München ist, erinnern. Wir beide, ich hatte, glaube ich, das ganze Programm in 1 Monat oder 2 Monaten gelernt. Und das war, ich habe, glaube ich, schrecklich gespielt. Aber es war eine tolle Erfahrung. Es war überhaupt Mein erstes Mal im Osten überhaupt. Und ich fand das ganz toll. Also die Musiker aus den verschiedensten Ländern, war eine sehr intensive Erfahrung. Ich mache mir eher so Sorgen darum, wie Musik konsumiert wird, dass es mehr so eine, ja, eben so ein Konsumgut wird und nicht mehr als was Besonderes. Die sozialen Medien sind so unglaublich wichtig geworden und alles sich so eigentlich liebkind machen beim breiten Publikum, damit die klassische Musik so breit wie möglich ist. Und das war es halt nie. Die Musik ist nie geschrieben worden, um so breit wie möglich zu sein. Aber wir haben nicht genügend Leute, die einfach musikalisch gebildet sind, finde ich. Das ist so eine allgemeine Grundbildung. Wie dass man lesen und sprechen lernt, so sollte man auch was über die Musik lernen. Und da insbesondere natürlich die Musik von Johann Sebastian Bach. Ja, das Verhältnis war für die längste Zeit gespalten, weil ich als Kind da überhaupt nichts mit anfangen konnte. Also so wie in den 70er, 80er Jahren traditionell Bach gespielt wurde, war halt für mich einfach nur hässlich. Ich wusste aber nicht warum. Ich dachte einfach, ich mag den Typ nicht. War mir ein bisschen zu verkopft und weiß ich was. Und dann irgendwann Ende der 80er Jahre hat mir der Heinrich Schiff ein bisschen die Augen geöffnet, dass halt diese ganze barocke Aufführungspraxis nicht nur Scharlatanerei ist, sondern eigentlich viel vielfältiger und dadurch die Musik auch viel durchsichtiger wird. Und da habe ich mich dann viel mehr auch mit aller Musik von ihm beschäftigt. Also das erste Mal, dass ich richtig in Bach verliebt war, war, als ich das italienische Konzert gespielt habe. Den ersten und dritten Satz mochte ich gar nicht am Klavier, aber den zweiten Satz, in den habe ich mich völlig verliebt. Das war so mein Lieblingsstück. Und die D-Moll-Bach-Suite. Also ich mochte die ganzen Moll-Sachen von Bach. Und je älter ich wurde und ich mich dann immer mehr da vertieft habe, auch in die Solo-Sachen, da eröffnete sich dann nicht nur diese geniale Konstruktion, sondern auch diese unglaubliche Musik, die dahinter steht. Aber über das Cello und über die Cello-Suiten eröffnete sich dann mir die gesamte Schönheit von Bachs Musik. Aber meine historische Information war eigentlich so Vibrato aus, nicht glatt gebügelt, sondern irgendwie mehr Artikulation. Ich habe mir eine Aufnahme angehört von Anna Bilsma und habe da festgestellt, dass der halt ganz im Gegenteil zu mir unglaublich tief in die Saite reingegangen ist. Der hat einen unglaublichen Klang aus seinem Cello rausgeholt. Ich habe irgendwann mal ein Sommerfestival in Oslo mitgespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war mir, da wurde mir bewusst, dass es in Berlin, dieser tollen Kulturstadt, im Sommer gar nichts gibt und auch kein Festival. Und da dachte ich, wäre doch schön, ein Kammermusikfestival in der Sommerpause in Berlin zu starten. Und ich habe mich mit dem Volkert Ude vom Radialsystem zusammengesetzt. Der fand die Idee eigentlich auch ganz schön, meinte aber, er
würde da erstmal einen Versuchsballon starten wollen und ob ich nicht ein einzelnes Konzert mal im Sommer geben könnte. So, dass wir, also ich habe so ehrlich und aufrichtig gespielt, wie ich nur konnte, aber wir haben gewisse Effekte eingesetzt. Also ein Effekt war, dass ich von drei verschiedenen Bühnen innerhalb des Saales gespielt habe. Also die erste Suite habe ich ganz hinten angefangen und dann gab es vorne, rechts und ganz oben auch noch. Von der Balustrade habe ich dann die fünfte Suite im ganz Dunkeln gespielt. Dann wurde die vierte Bach-Suite war nur mit einem Kronleuchter erleuchtet, also so mit ganz, ganz dezenten Lichteffekten auch gespielt. Und nebenan gab es auch noch so eine Bar, in die das Konzert übertragen wurde. Also ich hatte an jedem Podiumsplatz ein Mikrofon und das wurde dann in diese Bar übertragen und die Leute konnten da was trinken. Und ein Freund von mir hat Fotos gemacht, wo die Leute wirklich saßen, bewegt. Also es war wirklich große Bewegtheit in diesem Foto zu sehen. Da wurde mir bewusst, wie Bach Leute ohne jegliche Vorbildung berühren kann.